Hallo und herzlich willkommen zurück bei Surviving Mars. Wir haben in der letzten Folge unsere Gesteinsabfallanlage in Betrieb genommen und die läuft hier. Brrrt. Läuft, super läuft die hier. Ich weiß noch nicht so ganz, wo sie den ganzen Beton hingeschleift. Aber fährt ihn hier durch die Gegend. Hier kommt jede Menge Stein und Geröll. Pro Sohle machen wir 3 Beton. Ich weiß nicht. Ich weiß echt noch nicht, wo sie. Funding received. Oh, Funding received. Das ist geil. 750 Millionen Dollar, nehme ich mal an. Das sind dann 11,4 Milliarden. Ein nicht funktionierendes Gebäude. Was ist hier schon wieder? Ach, die Mediziner. So. So, holen wir hier unten die Edelmetalle. Ich glaube, wir müssen mehr Edelmetalle holen, organisieren. Beziehungsweise, was haben wir da? Strom sagt 17. Wir könnten. Was brauchen wir denn hierfür? Ach, Polymer. Polymer, was hergestellt. Okay. Produktion, okay. Aus einem Sprit macht der ein Polymer. Achso, deswegen haben wir gerade so wenig Sprit, okay. Okay, den Akkumulator haben wir natürlich auch. Research complete. Asianische Bildung, schön, schön. Aber dann muss ich erstmal ganz kurz lesen. Das ist ein neues Gebäude. Sector scanned. Bildet Wissenschaftler, Geologen, Botaniker, Medizinische und Sicherheitsoffiziere aus. Auf dem Mars ist das Studium kostenlos. Okay, sollten wir vielleicht mal hier Universität reinbauen? Oder? Dass unsere nicht so spezialisierten Leute vielleicht Spezialisten werden? Das Casino, ganz ehrlich, dadurch, dass wir da Leute brauchen, wird abgerissen. Komm, weg damit. Eingestampft, aber der Rest. So, wir können jetzt hier nochmal Stirling-Generatoren hinbauen. Die dann einfach nach und nach irgendwann mal fertig gebaut werden. Aber wir haben sie auf alle Fälle schon mal. Das ist halt das. So, das war das. Was wollten wir? Ich wollte gucken, was dieses Ding hier an Akkuleistung. Speichert Strom für die Menge. Speichert Strom hohe Kapazität und Maxleistung, lädt sich aber langsam auf. Das wäre ja gar nicht so schlimm. Zack, da mal hingepflanzt und einfach mal ein Kabel darüber geschmissen. Mal gucken, wie viel der speichert. Vielleicht können wir. Wenn der weniger zur Wartung braucht als die 3 Stück, aber halt irgendwie, keine Ahnung, die dreifache Menge speichert oder so, ja, dann kloppen wir die hier weg. Das Einzige, was wir halt brauchen, sind Polymere. Aber die werden ja hergestellt. Produktion pro Sol 12. Hier wird Produktion pro Sol 5,7. Ja, es passt. Passt. Wir machen mehr Sprit als hier, mehr Polymer. Gut. Wasser wollten wir erhöhen. Wir wollten unser Wasser langsam und kontinuierlich erhöhen, gell?
ich frage mich, wann die hier erschöpft sind. Noch ist mangelnder Nachfrage. Ich glaube, das ist das, was überproduziert wird. Weil die Behälter sind alle voll. Elektronikteile. Wir brauchen Elektronikteile, die wir hier oben nicht mehr haben. Wir haben nur noch 17. Oh, hier oben sind keine Elektronikteile mehr. Autsch. Elektronikfabrik muss man. Hier sind Elektronikteile. Dann haben wir hier 3. Ja, das langt doch. Die Raketen, ja, die befüllen wir langsam mit unserem Edelmetall und schicken wir die nach Hause. Ich meine, drüben wird ja so oder so produziert. Oh, was ist hier los? 5 arbeitslos und auf Jobsuche. Okay, weil ich hier und da gesagt habe, nur Spezialisten. Da mal aufmachen, vielleicht haben wir da. Ist halt auch voll, ne? Mal auf, dann machen wir das mal so hier. Sagen hier nicht nur Spezialisten, sondern alle. Schon müsste doch keiner arbeitslos mehr sein. Jetzt ist natürlich. Arbeiten dann nicht in ihrer Heimatkuppel. Was können wir denn hier hinbauen, dass die glücklich sind? Was sind das denn für Leute, die da so arbeitslos sind? Research complete. Wollte dich eigentlich? Wachsen ja keine Spezialisierung. Was, wo könnten wir den dann reinpacken, damit die glücklich sind? Schule? Wir den hier vielleicht nochmal eine Schule hinstellen? Weil Schule haben wir, glaube ich, gar nicht, gell? Hier nochmal eine Schule rein und eine Universität. Und was können wir denn da noch hier machen, damit die glücklich sind? Notfallausbildung. Sicherheitsoffiziere und Mediziner erhalten plus 10 Leistungen, wenn sie in ihrem Spezialgebiet tätig sind. Sehr schön, danke. Noch? Oh, was haben wir denn? Haben wir mal alles. Hier seht ihr richtig die Lücke, die sie hier rausgefressen haben, oder? Ja, hier haben sie, glaube ich, schon rausgeholt. Stein. Mit dem Beton. Ja,
heißt, wir könnten eigentlich nochmal ein Betonlager erbauen, oder? So ein kleines. Kleines Depot für Beton. Wir gleich angerannt kommen und. Natürlich 6 Polymer pro Sohl, das ist natürlich ein bisschen mau. Resources are low. Das ist aber nur mau, weil wir hier die ganzen Stirling-Generatoren bauen und die 10 Stück brauchen. Das muss hier rüber zur Universität, gell? Machen wir, entladen wir hier. Das läuft. Eigentlich so von der Forschung her könnten wir eigentlich so jetzt dann erstmal so 1, 2, 3, 4, 5 so der Reihe nachgehen und uns nicht so das rauspicken, was wir brauchen. Sie haben hier schon einiges zu tun, also das Ding, das läuft. Virusiert beeinflusst, wie oft dieses Gebäude von Drohnen gewartet wird, um und hier unterhalten dafür verwendet, dass keine Benachrichtigung für Gebäude niedrige Priorität. Übrigens niedrige Priorität machen, oder? Weil eigentlich. Na gut, wenn es kaputt ist, muss es gewartet werden. Punkt, fertig, aus, also da weiß die Maus. Ne? Ja, wie geht das Sprichwort? Jetzt würde ich hier ein Sprichwort raushauen, kriegst du überhaupt nicht mehr zusammen. Was wollte ich denn? Stirling. Oh ja, der ist auch fertig. Sehr schön. Ein nicht funktionierendes Gebäude, was ist das nicht? Ach, Elektronikteile fehlen zur Wartung. Doch, zur Wartung fehlen Elektronikteile. Warum habe ich denn das noch nicht freigeschaltet? Weil das noch nicht kam. Das kam noch nicht.
nur noch zwei Arbeitslose. Sind, hier ist jetzt einer reingegangen. Wenig Dings ich hab, ne? Wissenschaftler auf einmal wieder und es war mal voll. Hab ich da nur die Spezialisierung? Ja. Chronikteil, wie viel habe ich eingeladen? 3 von 45, das sollte. Für Nahrung brauchen wir ein großes Lager, für Metall und Beton. Für alles andere brauchen wir kein. Ja, schon wieder nicht funktioniert das Gebäude, also das da. Wieder ein Elektroteil. Ja, ja, ich weiß. Wie du jetzt hier bekommst. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie. Ja, wo ist denn das? Da ist sie doch, die Elektronikfabrik. Warum habe ich hier schon lange nicht hergestellt? Die reihen wir dann als nächstes ein. Jungs. Ah ne, komm. Wir haben ja noch Elektro. Okay, komm mal her. Dann muss man da unten die restlichen Elektro. Ich muss Elektroteile ordern. Sinn. Wegschicken. Was? Freiheit 2 konnte nicht schaden. Wir glauben, das Problem mit dem Mischverhältnis zwischen dem Flüssigstoff und Flüssigmethan zu tun. Wir haben 5. Resources are low. Du halt nach Hause. Schicken wir dann beide heim. Ja. Wir ordern jetzt nochmal Polymer ohne Ende. Und Elektronikteile. Mal 90 Stück für hier oben. Ich glaube 30 kann hier gelagert werden, genau. Für diese Ressource. Ach, Treibstoff aus. Ah, nice. Ah, okay. Sektor scanned. Oh, so kannst du das noch ein bisschen komprimieren, gell? Wo was gelagert werden soll. Anomalien ferngesteuert. Bitte, danke. Und der Ring. Das ist auch wieder. Gar nicht hin. Ah, mit diesem Shuttle Hub müssen wir das, glaube ich, machen, ja? Was ist eigentlich hier mit ihm? Können wir ihm hier eigentlich nicht mal eine Stromleitung geben, einfach mal so? Das läuft.
Was hast du denn da geguckt? Hast du gewartet oder hast du nicht gewartet? Und jetzt? Heimschicken oder nicht? Sector scanned. Anomaly found. A ist nicht Homebase. A ist Heimat. Also A ist produziert er, hat er Strom? Oh nice. Hat. Noch produzieren. Das weiß ich. Welche zwei funktionieren nicht? Weil ich kein Polymer und keine Elektronik habe. Ja, ich weiß. Ich brauche eine neue Frachtrakete. Zehntausend. Ja, komm, machen wir halt mal. Kommen wir erstmal wieder über die Runden. Ja. Wie wir das wollten. Von Abdrücken gestohlene Ressource. Einbettung wurde von Ratte. Wird denn was so ein Abtrünniger? Was ist denn mit dem? Ist der ein bisschen Banane? Aber Beton ist nicht so schön. Was will der denn? Will er Beton auf dem Schwarzmarkt verkaufen? Oder was ist. There's more to the barren environs of the Red Planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. Yeah. So long as you know where to look. Darf ich? Bist du fertig? Also, okay. Neue Technologien können erforscht werden. Nice. Für jene, die wissen, wo sie suchen müssen. Ja, okay, gut, das kennen wir. Bla, bla, bla. Selbst der kleinste und schlichteste Stein, ja gut, alles klar, das wissen wir auch, das muss ich euch nicht nochmal vorlesen, ist ja immer wieder der gleiche Text, aber jetzt kommt das wichtige Effekt. Die folgenden Technologien sind auf der Forschungsanzeige erschienen, und zwar der marsianische oder die marsianische Aerodynamik, das marsianische Wissenschaftsinstitut, die Nuklearfusion, Plasmaschneider und Wasserkonservierungssystem, das Wasserkonservierungssystem und die Nuklearfusion. Die reizen mich natürlich. Ja? Total. Neues Gebäude, Fusionsreaktor, erzeugt Strom. Ein Gebäude außerhalb der Kuppel, das von Arbeitern betrieben werden muss. Ja, okay. Achso, die marsianische Wissenschaft. Okay, und was war's noch? Wasser, hier. Wasserkonservierungssystem. Der Wasserverbrauch von Kuppeln wird um 50% reduziert. Das ist natürlich auch nice to have. So, marsianische Wissenschaftsinstitut, neues Gebäude, generiert schneller Forschung als ein Forschungslabor. Reißen die alte ab und bauen das dafür. Sauber.
Dann die Erdemarkt. Das Shuttle-Tempo wird um 33% erhöht. Gut, wir haben noch keinen Shuttle, aber es ist schon mal cool. Ist cool. Wessen Radius ist das? Ach, von der Rakete. Ah ja, okay. Polymere 1. Können wir das ein bisschen... Nee, können wir nicht. Das ist schon... Ja, ich dachte, es geht halt ein bisschen schneller. Also ich dachte, es würde ein bisschen schneller generieren. Ich glaube, das ist auch so ein Teil, wo wir die Produktion wieder um 20% erhöhen und dafür 10% mehr Strom ausgeben. Nur mal gleich gucken, wenn die Gebäude jetzt hier wieder funktionieren. Wie sieht denn die Kuppel aus? Hallo, könnt ihr mal die Kuppel warten, Jungs? Was brauche ich denn zur Kuppelwartung? Ach, Polymer. Ja, schön. Danke. Danke fürs Gespräch. Nee, aber läuft ja. Läuft ja. Kommen wir jetzt gleich. So viel Polymer habe ich gar nicht. Pausieren. Research complete. Es wird trotzdem Baufortschritt, ja, komm, dann reißen wir es ab. Ich möchte ungern, dass die jetzt das bisschen Polymer, was wir geordert haben, dass die das für die Stirling-Generatoren benutzen. Die sollen die Kuppel warten und die Gebäude, dass die funktionieren. Das ist mir eigentlich wichtiger. Wir haben 67 Strom über im Moment, dadurch, dass die Dings nicht funktionieren. Wo ist sie? 95%? Sie ist fast da. Okay. Rover-Kommando. Der ferngesteuerte Kommandeur startet mit 4 zusätzlichen Drohnen und einem erhöhten Kommandolimit von 12. Schalte den neuen automatisierten Modus für ferngesteuerte Erkunder und Transporter frei. Sehr schön. Auch hier bitte einmal landen mit dem Material sofort. Funding received. 125 Millionen, sehr schön. Was die Musik aus und ich höre. Und ich höre das dieses Rover-Geräusch. Das ist ja geil. Da ist die Plattform. Ich habe die Plattform schon gesucht, wo er. So, lade. Speichert der Strom 900. Oh ne, momentan speichert der Strom 900. Achtung, Lade. Benötigt mindestens 300 Strom, um mit Versorgung des Netzes zu beginnen. Er lädt mit 50, aber er braucht 300 für das Netz versorgen. Er lädt mit 50, lade mit 50. Ja, 50 haben wir über, weil das eine Gebäude jetzt wieder hier in Betrieb genommen wurde. Sammeln wäre geiler, das ist mir eigentlich.
Okay. Und du entlädst es einfach hier unten bei der Rakete. Hier. Am besten da. Zack. Ja, soll er mal machen. Oh, mal die speichern. Schön, sehr schön, sehr schön. Beton füllt sich hier auch langsam. Polymer ist jetzt hier auch jede Menge, deswegen ist das hier alles fertiggestellt worden. Oh, wir haben jetzt nur zwei. Aha, seht ihr, wir haben jetzt nur zwei. Zwei Strom über. Ja, das ist natürlich so. Ne? Ein nicht funktionierendes Gebäude. Ja, das wird repariert. Jetzt nervt mich nicht. Ja, die müssten 4,8 machen. Auch wieder mehr Leute. Oh, hier sind Mediziner dabei und Ingenieure. Das ist geil. Botaniker. Was will ich denn mit so viel Botanikern? Verdammt. Oh, in der Kolonie ist nur Platz für einen. Was? Muss größere Gebäude bauen. Mehr Wohnraum. Muss mehr und größeren Wohnraum bauen. Hier, was ist das? Kuppel, Wohnorte innerhalb der Stunde, Kuppelmikro bieten zu Komfort. Ja, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber ich bräuchte intelligentes Haus. Bieten äußerst komfortablen Wohnraum für Kolonisten. Bewohner regenerieren Besonnenheit, solange sie sich ausruhen. Okay, nee, das will ich. Hier, neues Spitzengebäude. Arkologie. Bietet komfortablen Wohnraum für viele Kolonisten. Das müsste ich eigentlich machen. Ich würde gerne nur wissen, für wie viele Kolonisten. Also schmeiß das mal raus. Machen wir die Riesenkuppel. Damit wir die Megakuppel machen können. Wenn wir die Megakuppel machen können, dann hauen wir da auch die Arkologie rein und einen kompletten Wohnblock. Ich würde die allerdings gerne irgendwo hinsetzen. Was ist schon hier? Und hier können wir Metall farmen. Wie sieht es denn aus mit den Drohnen, die da sind, die da stehen? Die stehen da gerade so gelangweilt rum. Können die das hier nicht ebnen? Macht mal, Jungs. Sollen die das so gut, sie können das ebnen und dann hauen wir nämlich hier irgendwie eine große Kuppel rein oder hier eine große Kuppel. Hier können wir noch eine große Kuppel reinhauen. Ist egal, können die trotzdem mal machen. Wow, was braucht ihr denn jetzt? Warum habe ich denn jetzt so wenig Strom? Oh oh, eine Kuppel ohne Lebenserhaltung. Komm du mal hier rüber. Ach, weil hier dieser blöde Blizzard ist oder was hier gerade. Bin die Dinger kaputt gemacht. Nur noch 64 Maschinenteile. Wo sind denn die Maschinenteile hin?
sind die jetzt alle weggeholt worden zum Reparieren dieser Windräder hier? Weiß Blizzard, verpiss dich. Was will der denn hier? Oh nee, geh weg. Das ist so ein Kältesturm? Das ist ein Kältesturm? Aber kann eigentlich nicht sein. Muss ja irgendwas anderes sein. Warum ist er denn jetzt hier? Was will er denn hier? Geh weg, du stinkst. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Was? Hier bei uns? Es war mir so klar. Es war mir so klar. So, wir sind am Ende der Folge angekommen. 36 Minuten, es tut mir leid, aber ihr seht, es funktioniert. Sie sind da. Ja, ja, ich weiß. Die Jungs sind da, die reparieren. Während das passiert, mache ich eine kurze Pause, trinke was. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.